Ich möchte euch hier kurz demonstrieren, wie ihr den Anteil am Ganzen bestimmen könnt. Dazu habe ich eine Aufgabe mitgebracht. Der kleine Igel hat insgesamt 10 Äpfel als Vorrat. Heute verspeist er 3/5 seiner Apfelvorräte. Wie viele Äpfel verspeist er? Das, was ich bestimmen möchte, ist also 3/5 von 10. 10 Äpfel sind das Ganze. Nun, ich teile zunächst meinen Apfelvorrat in Fünftel ein. Das heißt, ich schaue, das hier ist 1/5, das ist 1/5, das ist 1/5, 5 gleich große Portionen. Dann sehe ich, dass 10 geteilt durch 5 gleich 2 Äpfel pro Portion sind. 2 Äpfel pro Portion. So, jetzt haben wir gesagt, der kleine Igel verspeist 3/5 seiner Vorräte. Also markiere ich mir 3 davon, 1, 2, 3, ganz egal welche. Ich habe also 3 mal die Vorräte und pro Vorrat sind es 2 Äpfel. 3 mal 2 Äpfel, das sind 6 Äpfel. Ich überprüfe das anhand meiner markierten Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also isst der kleine Igel in diesem Beispiel 6 Äpfel auf. 3/5 von 10 sind 6. Das war's bereits.